Ich bin Finch, 15 Jahre alt und öfter bei Worldwide Wohnzimmer als zu Hause. Ich bin Dennis, 30 und ich suche die nächsten 4 Jahre sukzessive den Weg ins Fernsehen. Ich bin Löb, 23 und ich schlag den Raab. Und damit willkommen zu Erkennst du den Song, euer liebstes Musikformat auf YouTube. Heute wieder eine ganz brisante Ausgabe. Ich kann es schon mal sagen, es wird hammermäßig. Zu meiner Linken ist die liebe Charlotte. Chaka. Und zu meiner Rechten der ewige Kandidat, der ewige Zweite oder sogar Dritte. Heute versucht er abermals sein Glück. Ein großer Applaus für Finch. Willkommen zu diesem großen Schlager-Special heute. Freut uns, dass du zugesagt hast. Ja. Charlotte, erstmal Grüße. Was hast du gemacht, um hier zu stehen? Ich habe ein cooles Kommentar geschrieben. Ja. Meinem Alter, mein Lieblingssong, warum ich herkommen sollte und mein Gastgeschenk. Finch, wir versuchen heute einige Wunden zu schließen. Unser letztes Duell war ja bei der großen Live-Show. Und wie das ausgegangen ist, das gucken wir uns mal kurz an. Das Maroon 5 Sugar. Und damit gewinnt Dennis! Erkennst du den Song live? Geht's wieder höher? Bella bleibt noch hinten stehen, genau, ein bisschen zurück. Super. Wow. Mann, das ging echt nicht gut aus. Migi, mach den ersten Song. Scorpions Wind of Change. Er ist das Original, aber kenne ich nicht. Ich kenne das Original nicht. Hoodies. Highlander Hold Me Now, aber ist das Original davon, also ist das nicht. Foto. One Love, Scorpions. Ja. Nur die Techno-Version davon, sorry. Charlotte, woher kommst du? Aus Gießen. Grüße gehen natürlich an die Gießener Freunde hier da draußen. Weitermachen, wie ihr bleibt, wie ihr seid. Gießen ist eine tolle Stadt, da war ich noch nie. Aber ich werde mir das mal angucken. Du hast schon eben gesagt, da gibt es viele junge Menschen, Studenten. Wir beide sind auch gebildet, ne? Würdest du sagen? Sind wir gebildet, wir beide? Was? Ja. Nein! Eiffel 65 Blue. Mann! Komm zu Daddy, gib Daddy ein Küsschen. Gib Daddy ein Küsschen, mein Sohn. Daddy will dich küssen. Mann, yo. Tarek, KIZ, Finch, Onkels Brust. Wir sind blau wie unsere Knast-Tattoos. In unserer Kehle brennt der absolut. Ey, die spielen eigene Songs. Wen eigene Songs gespielt? Das geht nicht. Eigene Songs, wenn ich spiele. Mach doch mehr Songs, dann können wir deine Dinger Jo spielen jetzt, ey. Charlotte, du hast ein tolles Geschenk mitgebracht, habe ich schon gehört. Ja. Dann zeig mal, was du dabei hast. Das habe ich selbst gemalt. Uns wurde schon gespoilert, du hast uns gezeichnet. Ja, also das ist Dennis und das ist Benny mit der Brille. Zeig mal bitte. Ey, das ist ja richtig gut. Bist du total. Künstlerin? Wow, das ist echt total. Nee, sah wirklich sehr schön aus. Wow, klar. Ja. Echt total cool. Könnte ich hier ins Regal stellen. Da vielleicht dann vor Lou oder so, unsere ESC-Hoffnung von 2004. Genau. Genau. Wunderschön. 002. Scheiße. Was denn? Ach, du warst schon mal. Gib doch mal Danny ein bisschen jetzt. I know you want me, baby. Superman, Dina Ray, Eminem. Bitch, you make a curry Superman. Beat to homes in a single band. I'm singing now. Eminem? Eminem. Wow. Geil. Wind of Change, Scorpions. Wind of Change, Michael Hirte? Ja! Ich liebe Michael Hirte, Alter. Ich liebe Michael Hirte. Ich liebe Michael Hirte. Boah! Asozial. Schreit nach Liebe. Schließlich viel zu oft allein.
Wolfgang Petri, Bronze, Silber und Gold. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Ich will. Aber eigentlich müsstest du sagen noch, dass es die Tanzbar-Version ist. Aber komischerweise, du redest immer von Achim Petri, den du auch ja persönlich kennst, seinem Sohn. Und du weißt. Mann, weil ich. Ey, Wolfgang Petri, kannst du sagen, was du willst. Kein Diss oder so. Aber ich muss mir erst die Hook vorstellen, weil das klingt, gerade auf der Tanzbar-Sache, da klingen die Beats alle gleich. Silvia Wollny hat den Song auch mal gecovert. Bloodhound Gang, Fire Water Burn. Charlotte, was machst du denn so? Was studierst du oder? Ja, ich studiere in Gießen Biologie. Biologie? Ja. Also interessierst du dich quasi für die Mutter Erde? Richtig. Wie sieht's aus mit unserer Welt? Oh, schwierig. Mittelgut, ne? Mittel, ja, schon eher nicht mehr mittelgut, ganz schlecht. Ich habe auch so eine Dokumentation gesehen. Es ist ja wirklich krank. Wir haben eine so wunderschöne Welt mit solchen Tieren, Tigern und Eisbären, dass wir uns das einfach selber kaputt machen und das einfach dann blanke Wüste ist, statt einfach froh zu sein, diese Lebewesen zu haben. Mensch. Bitte nicht klauen, ich habe eine gute Buchidee, eine Filmidee, ernsthaft. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, ich finde das auch gut. Der Plot ist so, dass man rausfindet, dass die Erde das Paradies schon ist. Ah. Ja, ich sag dir noch, oder, Finch? Was sagst du? Spielst du da mit in den Film? Ich möchte nicht mehr mit dir reden. Glaub, du bist da ganz komisch geworden in letzter Zeit. Ich glaube, das will keiner klauen. Wusstest du, dass Tom Gerhardt in Resident Evil mitgespielt hat? Nee, das wusste ich nicht. Wirklich jetzt? Ja, der war ein Zombie. In welchem Resident Evil? Erster oder zweiter? Wabbel, Schwabbel, Wabbel. Bombfunk MCs Freestyler. Fuck! War eine meiner ersten Single-CDs. Danach kamen Up Rockin' Beats und B-Boys Fly Girls. Könnt ihr beiden das diesen mit dem Mini-Skateboard fahren? Ja, hab ich. Fingerskateboard. Kann so, ich was nicht. Gefragt. Kann ich nicht. Kannst du das? Wenn ich kann beide? Ich nicht, nicht. Wisst ihr, was ich kann? Ich kann tanzen mit meinen Fingern. Gucken wir jetzt mal. Das ist der ekligste Mensch, den ich kenne, Mann. Guck mal, von der Seite. Ey, was ist denn? Wie kann denn sowas eine eigene Sendung bekommen, Alter? Wie kann denn sowas eine eigene Sendung bekommen? Da gibt's Talente draußen, die können wirklich was und du zappelst mit deinen Fingern auf den Button. Guck mal, wie das aussieht, guck mal. Bis das, ich ficke deine Seele. Was soll das sein? Du hast Parkinson, das ist eine Krankheit, Digga. Du kannst doch. Ihr sagt doch alle, dass es gut aussieht. Der bewegt doch nur seine Finger. Jetzt macht er Mumu, was soll denn das? Ja! Dann gibt es Menschen. Ja, klar. Mensch. Jan Pillemann Otze, Micky Krause. Ja. Ich höre nicht eine Sendung hin. Nicht eine Sendung. Aber guck mal. Auf die ist man nicht Ballermann. Aber wieso? Dann können wir auch sagen, dann machen wir eine Sendung mal ohne Popmusik. Schlager ist ja ein Genre, Partyschlager. Dann kann das ist aber schon ein Mini-Mini-Genre. Da könnte man ja auch Hardcore spielen. Das begeistert Millionen. Partyschlager begeistert Millionen. Charlotte, höre ich da irgendwie raus, dass du auch so auf Mallorca manchmal aktiv bist? Also auf Mallorca beim Ballermann nicht so, also zu Hause höre ich schon Ballermann-Musik. Auch privat so? Ja, ja. Findest du auch? Ja. Nee, es ist ja wirklich, es geht ja so, Mia Julia und so finde ich ja cool, aber das, obwohl Jan Pillemann Otze schon echt geil ist. Klassiker. That's life. That's life. Frank Sinatra, That's life. I said that's life. Das ist gute Musik. Däckchen, schon wieder ich komme. Schon wieder machst du dich über geistig Behinderte lustig. Erst machst du mit deinen Fingern und... Das ist keine Geist, das ist ein Goldtalent. Wie viel bezahlst du deinen Leuten, dass die immer sagen, das ist gut, was du machst? Hier gibt's keine Bezahlung. Guck mal, ich kann auch langsam tanzen. Ich weiß es! Dido, White Flag. Mann! Geil. Gut, Mann. Oh. Ich brauch doch hier nicht mehr herkommen, Alter. Du hast ein Match bei Charlotte, ist jetzt klar? Mhm. Aha! Nee, da bin ich! Ich weiß es sogar. Ich weiß es sogar. Your Love, The Outfield.
Grinch. Was ist, wie oft noch? Mann, guck mal. Was, wo hat es diesmal gelegen? Das hat gar nicht, also sie war ja gut, ja. So soll man sagen. So. Also war jetzt wieder, wieder Unvermögen. Nö, aber guck mal, die Songs, die ich nicht erkannt habe, die habe ich jetzt auch nicht erkannt, weil ich die nicht erkannt habe. Und ist alles okay. Es war mir ein Fest mit Charlotte natürlich. Applaus nochmal für dich. Und Finch, nochmal großer Applaus für dich. Mann, du hast doch aber auch verloren. Also wir haben doch beide verloren. Wir geben nochmal einen Song und dann gucken wir, wer unter uns der beide der Gewinner ist. Hallo meine Freunde. Paradise Delay von Materia. Und du kannst mal nach Rot, du Opfer, Alter. Hab dich gefickt! Hier! Ihr könnt sie berühren, wenn ich wollte, aber ich mach's nicht. Paradise Delay hab ich nicht gehört. Kennst du nicht? Okay, aber wolltest du drücken? Warum wolltest du denn drücken, wenn du nicht kennst? Weil ich dich so versuchen wollte zu verunsichern. Oben gibt's für euch Ich war Terrorist von Follow Me Reports. Und unten gibt's ein Video, und zwar die letzte Folge. Erkennst du den Song? Lasst einen Daumen da, Abo. Wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen und Farewell.